Blumenstrauß ist? Na, wohin denn? Blumenstrauß, Questempfänger. Ach, direkt da unten bei dem Mädchen. Da haben wir hier wohl ein paar heimliche Verehrer da oben gefunden. Catherine Edson. Okay, mit Folgequest sogar. Der erste Schritt auf dem Weg zur Versöhnung. Ach, und wir können hier hinten noch eine Quest abgeben. Ach so, das war sogar die. Ja. Edward Etten. Also sind die da oben gar nicht die Verehrer, sondern die hat die beauftragt, Blumen zu holen, um die jetzt Edward Etten zu geben? Solange es nicht Edward Cullen ist. Alles klar, dann machen wir das auch direkt mal. Und dann sind wir bald Level Up. Also 57 werden wir auf jeden Fall in der Zone, habe ich ja auch erwähnt. 58 nicht mehr, das denke ich, schaffen wir dann im Vulkan. Jetzt sind wir eigentlich gleich von Magier und Bewahrer. Danach, wenn wir mit der wilden Lande durch sind, wird unser Bewahrer wieder um einiges höher sein. Väter und Töchter. Wo gebe ich die ab? Auch wieder da oben, das hat sich ja gerade nicht angezeigt. Väter kennen ihre Töchter, heißt die Quest. Ich überfliege die nur und denke mir dann immer, so könnte die heißen und so sage ich es dann auch immer. Ich sollte mir die einfach mal durchlesen. Ach so, das war so ihr Vater und mit dem ist sie zerstritten. Und jetzt wollen sie sich wieder versöhnen. So ist es also, okay. So, nächste Quest ist Catherines Geheimnis. Wo muss ich denn die abgeben? Was? Wir müssen 5 Erde sammeln? Weil es Erde natürlich auch nur hier oben gibt, ist ja nicht so, als ob hier irgendwo Erde unterwegs sein könnte. Nein, wir können nur an dieser einen Stelle Erde sammeln. Ach ja. Was will die denn mit der Erde? Ach, Proben von der Erde in den Erdhügeln. Ach so, die will genau die Proben von dieser Erde hier. Ja, okay, vielleicht sollte ich sie mal ganz durchlesen, bevor ich ein bisschen drauf mich ein bisschen lächerlich mache über die Aufgabe. Aber vielleicht sollten wir es uns wirklich mal durchlesen davor. Wäre auch ein bisschen sinnlos, wenn sie einfach nur irgendwelche Erde haben möchte. So, wir haben schon 3. Es geht also ganz schnell eigentlich. Vielleicht wären wir hier sogar 57, ich meine. Ihr seht, hier oben sind sehr wenige Quests, aber die Questreihe wird ziemlich lang sogar. Deswegen bin ich echt gespannt. Vielleicht haben wir echt 58 hier. Das wäre Hammer. Kommt ganz drauf an, wie viele Quests wir hier unten noch haben. Aber allein hier können wir wieder 2 abgeben und dann diese ganzen Folgequests. Ja, doch, es könnte eigentlich knapp werden. Ich bin gespannt. So, wo muss ich die abgeben, die Erde? Da oben? Ach, tatsächlich. Ja, wir arbeiten uns langsam immer weiter nach oben vor, was mir auch gefällt. Denn hier oben ist die Questreihe einfach schöner, der wir uns jetzt immer mehr nähern. Da ist sie schon und wir sind dann gleich hier unterwegs. Dann sind wir bald da, sehr schön. Ach, hier hätte es auch Erde gegeben. Und hier hinten. Aber die wollte doch Erde aus dem murmelnden Wald. Der ist doch eher hier. Na wohl, es zählt auch zum murmelnden Wald, glaube ich. Aber richtig krasser Wald hier mit diesen dicht besiedelten Gegend, man kann kaum durch die Bäume hier durchschauen, Wahnsinn. Aber auf jeden Fall coole Gegend hier. Hier mit diesen riesigen Steinen. Auf jeden Fall eine schöne Abenteuerwelt. Wäre auch mal lustig, so ein MMORPG in so einer Großstadt, wo dann die irgendwie solche, ja, was könntest du dann als Quests machen? Tötet 5. Oder sammelt 5 Autoteile oder irgendwie sowas. Das wäre auf jeden Fall auch mal lustig, so eine Idee zu machen. Ja, doch, so ein MMORPG, so mit Pferden und voll mittelalterlich in der Großstadt. Ich glaube aber, sowas Ähnliches habe ich auch mal erwähnt. Die Questgeber geben uns dann die Quest am besten übers Handy und so. Ach ja, das wäre cool. So richtig MMORPG-Style, Level, Waffensystem, alles ausgeklügelt. Nur, dass es so in der Großstadt ist. Das wäre echt cool. Wenn ich Programmierer wäre, dann könnte ich sowas auch machen. Das wäre echt eine gute Idee. So, wir haben auf jeden Fall schon 5 Knochensplitter. Gibt es die nur hier? Ja, so größtenteils. Da unten hätte es zwar noch ein paar gegeben, die wir uns jetzt auch zwangsläufig holen müssen, weil es hier hinten noch keine gibt. Die brauchen ein bisschen, bis sie respawnen. Ja, da hinten sehe ich doch einen. Wahnsinn, einen. Ach, und da rechts war auch noch einer. Dann haben wir schon mal 7 Knochensplitter.
Was muss ich denn da machen? Muss ich die Knochen von denen brechen und dann einfach Splitter mitnehmen? Ach, so ein krankes Spiel hier. Gewaltverherrlichend gegenüber Tiere. Auf jeden Fall nicht schön. Hier die armen Flügelfalter fliegen herum, haben uns gar nichts getan und wir verbrennen sie bei lebendigem Leibe. Jawohl. Ich übertreibe aber echt immer so ein bisschen mit den Spielen. Ach, guck mal, wir können die eine Quest hier bei dem Waldskelett abgeben. Das Skelett vom murmelnden Wald. Quest ist fertig. Das Skelett vom murmelnden Wald abgeben. Was? Hier unten? Ja, willst du mich denn verarschen? Soll ich jetzt von hier einfach mal rip? Danach muss ich wahrscheinlich wieder rip? Ne, das kannst du vergessen. Das machen wir auf jeden Fall nicht. Ich renne doch jetzt nicht wieder die komplette Zone ab. Soll ich jetzt hier 10 Minuten nur wegen dem Laufweg verschwenden? Ne, machen wir nicht. So, nächster hier, der Achte. Damit ist die Quest also erledigt. Irgendwann, wenn wir Bisang töten, können wir die Quest da unten auch abgeben. Das passt dann. Aber wegen der einen Quest oder extra runterrennen. Ne. Tarnung der Nachtrosen. Also müssen wir jetzt 6 Nachtrosenblätter holen. Ach, und dann hoffentlich kommen wir bald zu dieser Questreihe. Ich freue mich schon auf die. Da müssen wir sogar einmal eine Stinkbombe platzieren. Das wird also auch ein bisschen lustiger, die Questreihe. Beschädigtes Buch. Was soll ich denn mit einem beschädigten Buch? Bestimmt ein Questgegenstand. Ne. Ach, und guck mal, ach so, da kommen dann Mobs raus aus diesen Dingern. Was steht denn da? Kriegskodex von Nachtrosen kehrt keine. Aha. Ach, das ist cool, das können wir uns mal, kann ich mal laut vorlesen. Kehrt keiner Pflanze im murmelnden Wald jemals den Rücken zu, ganz gleich wie harmlos sie auch aussehen mag. Ihr bemerkt, dass das Buch an den Rändern Blut verschmiert ist. Und wieso gibt es denn hier so viele Bücher? Gemeines Unkraut. Gemein heißt ja nicht so viel wie böse hier, sondern gemein heißt ja normal. Boah, und wir finden hier nur Bücher. Kann ja ewig dauern, bis wir mal 6 Nachtrosenblätter haben. Und wir kriegen echt nur Bücher. Weg damit. Die will doch keiner. Wie viele Leute hier die Bücher schreiben, nur mit dem einen Satz drin. Nee, komm, die mache ich nicht. Vielleicht machen wir die später noch, aber jetzt erstmal nicht. Gut, ich blende mal ein paar Dinge aus. Die machen wir jetzt nicht. Die machen wir nicht. Die Tarnung der Nachtrosen. Pff. Nee. Wir gehen jetzt weiter zu dieser tollen Questreihe da hinten. Und die machen wir dann noch. Und dann denke ich, reicht's auch erstmal wieder von der Aufnahme her. Wir haben jetzt zwar noch ordentlich was zu tun in diesen 4 Tagen. Die komplette wilde Lande durch. Dann noch den kompletten Vulkan durch. Und am besten alle Zonen gleich komplett durch. Da kommt noch ordentlich was auf uns zu in den nächsten Tagen. Aber ich habe Zeit. So, die Questreihe beginnt hier. Da sind auch schon die zwei netten Kerle. So, fangen wir an. Erfrischendes Quellwasser. Ja, da kommt schon mal die erste harte Quest. Nämlich müssen wir hier rüber gehen. Hier drüben müsste es geben. Gibst uns nicht du das? Nee. Okay, wie ging denn die nochmal? Reines Quellwasser. Irgendwo hier gibt's das. Gibt es das nicht sogar? Lass mich mal kurz was überlegen. Muss ich nicht einfach mit dem hier reden? Das war doch hier drin. Ja, da haben wir sie auch schon fertig. Ich war nur gerade ein bisschen verwirrt, wie die ging. So, nächste Quest. Faule Soldaten. Jetzt müssen wir uns ein beschädigtes Soldatenabzeichen holen. Das liegt direkt hier hinter diesen Stein. Dann ist die Quest auch erledigt. 180.000. Gibt uns knapp 820.000 Erfahrungspunkte für eine Quest. Richtig geil. Und wir werden jetzt auch schon Level up mit der nächsten. Dann sind wir Level 57, dann könnten wir in den nördlichen Januswald. Ne, doch in den nördlichen. Ja, ihr könnt da mal ganz kurz gucken. Hier Donnerhufhügel, wie gesagt, ab 55, ja, ihr seht kaum Quests, aber das ist ja eine epische Questreihe. Südlicher Januswald. Und wir haben sogar die erste Quest im nördlichen Januswald, wo wir noch Meilen entfernt sind. Was heißt Meilen? Da sind wir eher zeitliche Gründe noch ziemlich weit entfernt. So, faule Soldaten. Juhu, Level up, einen Mörder fangen. Büschel seltsamer Haare finden. Jetzt machen wir hier also auf Kommissar. Auf Kommissar. Auf Kommissar. Vom K11 sind wir jetzt hier unterwegs. In unserem Polizeipferd. Und hier haben wir also diese Abdrücke, Fußabdrücke. Und komischerweise gibt es da einen Büschel Haare.
in den Fußabdrücken. Und die Fußabdrücke sind jetzt auch verschwunden. Ich habe die natürlich jetzt eingesammelt. Ich habe das ganze Stück Erde ausgegraben und jetzt so mit den Fußabdrücken schleppen wir das ganze Ding mit. Und zufällig liegt auch noch ein bisschen Haare drin. So. Einen Mörderfang ist fertig. Nächste Quest. Die muss ich jetzt extrem weit abgeben. Da haben wir jetzt einen extrem weiten Laufweg bei dieser Quest. Nämlich sogar bis hierher. So, Folgequest. Ein alter und gefährlicher Gegner. Dann fasst euch kurz. Ja, das ist immer schön. So, Quest ist fertig. Sogar zwei Folgequests hier. Mächtiger alter Menschenfresser und mein wahnsinniger Lehrmeister. Und oh Wunder, kann man die beide direkt hier wieder abgeben. Eine nämlich bei dem hier drin. So. Hat der Folgequest? Der hat sogar eine Folgequest. Tigerlilienparfüm. Ach ja, die ist ein bisschen aufwendiger. Das ist aber auch eine der einzigen. Ja, die hier geben wir uns jetzt nichts mehr. Und jetzt müssen wir also dieses Parfüm hier holen. Ja, und ich würde auch mal sagen, ich beende jetzt langsam mal die Aufnahme. Mal gucken, vielleicht mache ich heute noch eine. Aber jetzt reicht's dann erstmal wieder. Ich mache noch knapp. Na, eigentlich könnten wir es genau jetzt beenden. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, ich sammle noch diese eine Tigerlilie. Im nächsten Part sammeln wir mal dann die letzten Tigerlilien und werden uns auch mal ans Fertigstellen dieser Zone hier begeben. Viel haben wir ja gar nicht mehr. Diesen Bereich hier oben eigentlich nur noch. Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao.